Herzlichen Dank an die Stadtkapelle Esslingen für diesen Auftakt zum Schwirrtag hier in Esslingen. Heute unter der Leitung von Martin Schmidt, da Michael Unger erkrankt ist. Besten Dank, Sie begleiten uns durch diesen Schwirrtag. Ja, liebe Bürgerschaft, liebe Esslingerinnen und Esslinger, liebe Ehrengäste, herzlich willkommen zum Schwirrtag in Esslingen. Und mit dieser kurzen und knappen Anrede sind Sie alle gleich herzlich begrüßt, denn jeder Einzelne und jede Einzelne von Ihnen ist mir gleich wertvoll und gleich wichtig, an diesem heutigen Tag da zu sein. Ein FDP-Stadtrat hat gerade zu mir gesagt, vor allem Sozialdemokraten haben Sie aber einen guten Draht zum Wettergott in Anlehnung an das berühmte Lied von Rudi Carrell. Ja, das Hochhartmut meint es gut mit uns. Perfektes Schwirrtagswetter. Ich stehe etwas aufgeregt. Meine Partnerin auch etwas aufgeregt. Unser erster Schwirrtag. Wir freuen uns auf 2,5 Tage, wie die Bürgerschaft in Esslingen sich freut. Über 100 Vereine, die ganze Stadt, das Umland kommt nach Esslingen. Stolz, diese freie Reichsstadt. Tradition. Ich freue mich, dass wir heute so zahlreich da sind und dieses für unsere Stadt so wichtigen Tag gemeinsam begehen können. Gestatten Sie mir, eine Person besonders zu begrüßen. Kollegin aus Fellbach, dort Sozialbürgermeisterin gewesen, dann 16 Jahre lang Oberbürgermeisterin in Reutlingen, Städtetagspräsidentin, heute Staatsrätin der Landesregierung. Herzlich willkommen in Esslingen, liebe Frau Bosch. Wir freuen uns auf Ihre Rede, auf Ihre Impulse für die Zivilgesellschaft, für Bürgerbeteiligung, für Kommunalpolitik, natürlich auch auf Ihre langjährigen, jahrzehntelangen Erfahrungen als erfolgreiche Kommunalpolitiker und jetzt in der Landespolitik. Ja, vor Jahrhunderten war der Schwirrtag das wichtigste Fest unserer stolzen Reichsstadt. Als Esslingen dann württembergisch wurde, 1802, wurde er kurz dann abgeschafft. 1990 hat dann mein Vorvorgänger, Oberbürgermeister Ulrich Bauer, diese Tradition wieder auferleben lassen, geprägt die ersten 8 Jahre und dann 23 Jahre durch seinen Nachfolger Dr. Zieger, der dies geprägt hat, über viele Jahrzehnte. Und beide haben mir auf den Weg gegeben, wie wichtig dieses Miteinander für diese Stadtgesellschaft auch ist. Und wie stolz man auch an diesen Tag ist, auch die anderen 364 Tage, aber ganz besonders am Vorabend. Und jetzt das Bürgerfest, mittlerweile ist es nicht mehr Vorabend, sondern wir haben versucht, es etwas neuer auch zu gestalten und gleich die Bürgerschaft auch aktiv mit einzubeziehen. Und es geht nahtlos über in das Bürgerfest. Wie wichtig es ist mir bereits in meiner zweiten Woche aufgefallen, als ich nach Düsseldorf fahren durfte, gemeinsam mit den Kollegen aus den ehemaligen freien Reichsstädten Reutlingen und Ulm, Tage meiner Amtseinführung in Esslingen. Und dort habe ich die Urkunde bekommen, genauso wie meine Kollegen auch, zur Aufnahme in die bundesweite Liste des immateriellen Kulturerbes für die Schwirrtagstraditionen in ehemaligen südwestdeutschen Reichsstädten. Durch die UNESCO-Kommission, durch die Deutsche. Und ich darf Ihnen ankündigen, gemeinsam mit meinen Kollegen in Ulm und Reutlingen haben wir entschieden, dass wir auch versuchen werden, auf die Weltliste des immateriellen Kulturerbes zu kommen. Und da befindet man sich dann in so illustrer Gesellschaft wie mit der Pizza in Neapel, der Sauna in Finnland, eine Honneur zum Bürgermeister und seine Frau oder dem Reggae in Jamaika. Also Dinge, die jeder kennt. Jetzt fällt eine Karte hier nach unten und schon bin ich da. Schwirrfeste gab es nur in Reichsstädten, die allein dem Kaiser unterstanden und so relative Unabhängigkeit genossen. Sie regierten sich weitgehend selbst, anders als die sogenannte Landstädte wie Schorndorf oder auch Stuttgart, wo der Herzog von Württemberg oder dessen Vertreter das Sagen hatten. Natürlich waren diese freien Reichsstädten keine Demokratien im heutigen Sinne. Frauen, Arme oder Fremde hatten keine bürgerliche Rechte. Aber dennoch war das Maß an bürgerlicher Beteiligung, an Partizipation, wie wir heute sagen, ungleich höher als in den anderen Städten. In einer Schwirrtagsrede aus dem Jahr 1765 heißt es, der Untertan muss in großen Staaten ewig Untertan bleiben. Der Bürger, Klammer auf, in Reichsstädten, kann an dem Ruder des Regiments, also der Regierung,
teilnehmen. Und diese schon im Jahr 1765 so formuliert in einer Schwörtagsrede. Schon im 14. Jahrhundert entwickelte sich der Schwörtag. Und bei den jährlichen traditionellen Schwörtagsfeiern hier an diesem Platz konstituierte sich die Stadtgemeinde als Schwurgemeinschaft. Der öffentliche Eid von Bürgermeister, Rat und der ganzen Bürgerschaft hier im Schwörhof auf die Verfassung stiftete ein starkes Band des Zusammenhalts, trug auch zur friedlichen Beilegung von Konflikten bei. Genauso wichtig wie die eigentliche Schwörtagstradition waren die Zeremonien, die das Schwören begleiteten, vor allem das anschließende Fest. Für Esslingen schrieb Johann Jakob Keller im Jahr 1789, es sei schon mehrere Wochen vorher ein Leben und Weben, ein Kaufen und Verkaufen, das einzig seinen Bezug auf diese Feier hat. Ich glaube, man kann auch heute sagen, dass die vielen Vereine, die sich engagieren, sich natürlich jetzt auch schon wochenlang darauf vorbereiten. Manche konnten nach Corona nicht mehr mitmachen, aber es machen mehr mit als weniger mitmachen, ein Zeichen dafür, dass Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in unserer Stadt lebt. Viele ehemalige Esslingerinnen und Esslinger kommen zurück und treffen alte Freunde. Wir alle freuen uns darauf, alte Bekannte zu treffen, neue Bekanntschaften auch zu machen. Auch dieses gehört zu diesem Schwörtagswochenende. Ja, zuerst in Ulm, dann in Esslingen und Reutlingen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg einem demokratischen Geist die Schwörtage wieder ins Leben gerufen. Seit dem 14. Jahrhundert hier an diesem besonderen Ort, und wenn Sie nach hinten schauen, können Sie auch ahnen, wo die Empore war, von der der Bürgermeister damals gesprochen hat. Das Zeremoniell interpretiert das historische Modell zeitgemäß mit der Verpflichtung des Gemeinderats, vertreten im jährlichen Rhythmus durch die Fraktionsvorsitzenden, heute durch Frau Fraquar von der FDP. Wir wollen im Dialog mit der Bürgerschaft den Schwörtag weiterentwickeln und noch mehr im Bewusstsein unserer Bürgerschaft verankern. Es gibt eine neue Führung und der Titel ist, wie ich finde, bezeichnend: Das Fest des Wir. Und genau dieses soll es sein, das Fest des Wir von uns allen. Menschen aus 51 Nationen, egal ob sie erst heute nach Esslingen gezogen sind oder schon viele, viele Generationen hier ihre Wurzeln haben in unserer Stadt. Das Fest des Wir ist der Schwörtag. Die gelungene Verbindung mit dem Fest, und man spürt das, wenn man über den Marktplatz läuft, über den Rathausplatz, die Menschen freuen sich auch wieder auf Begegnung, ist ein wunderbarer Anlass dafür, zu gemeinsam dieses zu beginnen. Sehr geehrte Frau Staatsrätin Bosch, ich bin sehr froh, dass Sie heute die Schwörtagsrede halten. Ihr Thema kommunale Demokratie in der Bewährungsprobe geht uns alle an, ist heute aktueller denn je. Ich habe es formuliert, Sie haben vielfältige Erfahrungen und sind gespannt auf Ihre Ausführungen zur Bürgerbeteiligung. Ich selber habe meine beruflichen Wurzeln in der Bürgerbeteiligung und bin ganz gespannt auf dieses, was Sie sagen, auch zu dem Thema Zufallsauswahl von Bürgerinnen und Bürgern in meiner alten Stadt. Durfte ich jetzt auch mal auf den Weg bringen zum Thema Windkraft. Ein ganz heißes Eisen zu Beginn der damaligen grün-roten Landesregierung, und es hat die Stadt geeint. Und die Zufallsstichprobe war dann so gut, dass selbst der Oberbürgermeister gezogen wurde. Ich habe dann bei der Eröffnungsveranstaltung gesagt, ich verzichte darauf, dass ich Teil davon bin, weil auch dieses gehört dazu, Bürgerbeteiligung, dass man sich selber zurücknehmen kann als Verwaltungsspitze, um gut miteinander die Dinge auch entwickeln zu können. Nur ein Modell von vielen, das aber Bürgerschaft in der Breite auch beteiligt. Vor Ort werden die Auswirkungen von Politik spürbar, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, in Stuttgart getroffen werden. Wir setzen sie um mit allen Schwierigkeiten im Abwägungsprozess und stehen tagtäglich schon auf dem Weg morgens ins Rathaus oder abends nach der Sitzung eben auch für Gespräche, auch für Erläuterungen bereit. Nicht nur die Verwaltungsspitze, selbstverständlich auch die 40 Mitglieder unseres Gemeinderats, die als Repräsentanten dieser Stadt, unsere Stadt, tagtäglich, dafür sage ich herzlich Dankeschön für dieses besondere Engagement, auch vertreten. Doch bevor wir anschließend zur Rede von Frau Staatsrätin Bosch kommen, ist es gute Tradition, dass es auch einige grundlegende Anmerkungen des Oberbürgermeisters gibt. Ja, Monate der Sorge, Jahre der Sorge liegen hinter uns. Wir haben uns gerade jetzt heute Buch eingetragen, haben wir es festgestellt. Letzter Schwörtag im Jahr 2019. Und anstrengende Zeiten, vor allem für diejenigen,
die auch von schweren Krankheiten heimgesucht wurden, die in ihrem familiären Umfeld, ihrem persönlichen Umfeld teilweise auch Todesfälle zu beklagen hatten. Es waren schwere Zeiten für uns alle. Heute hat da die Expertenkommission ihren Bericht vorgelegt, was man hätte anders machen können. Vollkommen richtig, wir wollen ja auch lernen. Aber jeder von uns erinnert sich auch noch an die Bilder von Bergamo, was im März 2020 die ganze Unsicherheit gezeigt hat, als das Militär die Leichen abtransportiert hatte und wir alle auch in der Kommunalpolitik gefordert waren, plötzlich Entscheidungen zu treffen. Wie geht man damit um? Auf Landkreisebene, auf Stadtebene, auf Landesebene. Welche Vorsorgen müssen wir treffen im Auf und Ab? Und sicherlich jetzt auch vorbereiten. Das ist sicherlich dieses, was wir mitnehmen. Auch auf dieses, was uns dann im Spätsommer und Herbst gegebenenfalls auch wieder bevorsteht. Und dann seit dem 24. Februar Krieg in Europa. Nicht der erste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten Krieg in Jugoslawien. Zu oft vergessen in dieser Zeit mit auch schwierigen Entscheidungen, Entwicklungen. Sie erinnern sich alle noch ans Massaker von Srebrenica. Und ich selber habe gestern in der Süddeutschen Zeitung von einer kleinen Ortschaft gelesen, aber jetzt in der Ukraine, wo ein ganzes Dorf in den Keller eingesperrt wurde. 4 Wochen lang. Wo sie nicht wussten, was passiert und wo sie 2 Strichlisten geführt haben. Auf der einen Seite diejenigen, die verstarben und auf der anderen Seite diejenigen, die von den Russen nach oben geholt wurden und dort erschossen wurden. Kriegsverbrechen. Mitten in Europa. Das ist die Situation und auch heute 17 Tote in Odessa. Und deswegen, aber wenn wir heute alle so in feierlicher Stimmung sind, darf ich Sie bitten, sich ganz kurz zu erheben, all der vielen tausenden Toten, Verletzten auch zu gedenken, die wir aktuell beklagen und ja, hoffen darauf, dass wir schon bald einen Waffenstillstand haben und auch auf diplomatischen Wege eine Einigung möglich sein können. Danke Ihnen. Ja, und wir haben hier in unserer Wohlstandsgesellschaft natürlich dennoch auch mit den Problemen zu kämpfen. Andere als die Menschen, die ganz existenziell, die um ihr Leben fürchten. Wo man auch hier in der Nachbarschaft spürt, was es heißt, wenn dort Geflüchtete unterkommen, die dann plötzlich keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben. Die um Sorge sind, Todesängste ausgestanden haben, die wir jetzt hier begleiten. Traumatisiert in unserer Stadt, in unserem Landkreis. Wir denken bei uns an Inflation auf Rekordniveau, an Stopp von Kohle- und Ölimporten, an sehen mit Sorge, was mit dem Gas passiert für unsere Wirtschaft, für uns selbst. Sehen, dass ein durchschnittlicher 4-Personen-Haushalt eine Strom- und Gasrechnung haben wird, die um fast 4.000 Euro höher ist, als sie ein Jahr zuvor noch war. Wir wissen um das Problem für Schwellenhaushalte, für Ärmere, wir sehen Brüche in den Versorgungsketten, wir sehen immer noch Lockdowns in Millionenstädten, eine Gemengelage, Unsicherheit. Die Menschen sind verunsichert, Konjunkturbarometer geht nach unten, das Konsum, die Konsumfreudigkeit sinkt. Das sind all die Themen, die uns in den Städten auch beschäftigen, weil sie uns in der Innenstadt beschäftigen, weil sie all die Unternehmen in unserer Stadt mit 50.000 Arbeitsplätzen beschäftigen, die auf der einen Seite viel Zuversicht haben und die großes deren Hauptproblem, grundlegendes Problem der Fachkräftemangel ist, Stichwort demografischer Wandel, und auf der anderen Seite mit all diesen anderen Anforderungen auch kämpfen. Wo Energieversorger froh sind, wenn sie keinen neuen Kunden bekommen, wer hätte dieses einmal gedacht. Wenn man darüber nachdenkt, wie jeder privat damit umgeht, Bundeswirtschaftsminister konkrete Sparappelle an uns alle richtet und wir am Großen gleichzeitig nachdenken, jetzt auch hier bei uns im Neckartal, was macht die ENBW mit einer Investition, 500 Millionen im Kraftwerk in Altbach, aktuell Steinkohle, umgestellt zum 01.01.26 auf Gas, ist das die richtige Entscheidung? Es war die richtige Entscheidung bis zum 23. Februar, wie geht man in Zukunft damit um? Das sind all die großen und die kleinen Themen, die uns aktuell beschäftigen. Uns beschäftigt auch, dass wir in einer finanziellen Schieflage in unserer Stadt Senni, ich habe es in einer Grundsatzrede vor dem Gemeinderat formuliert und es hängt damit zusammen, dass die Gewerbesteuer stagniert und mit 60 bis 70 Millionen Gewerbesteuer und gleichzeitig Energiepreisen, die um 4 Millionen pro Jahr steigen, Mehrkosten für Kinderbetreuung plus 4 Millionen Tarifabschluss, da muss man kein Hellseher sein im öffentlichen Dienst, wahrscheinlich 5%. Das sind die Rahmenbedingungen, die uns beschäftigen.
Da ist noch gar nichts finanziert vom Thema Klimawandel, Klimawandelanpassung, Klimagerechtigkeit. Passe unsere Stadt an auf die neuen Mobilitätsthemen. Engagiere dich noch mehr für den sozialen Wohnungsbau. Das sind die Herausforderungen für die Verwaltung, für den Gemeinderat. Ich sage an der Stelle herzliches Dankeschön für das sehr gute Miteinander in der Verwaltungsspitze mit dem Gemeinderat, wo wir gemeinsam uns als erstes und wichtigsten Schritt verständigt haben auf eine Analyse. Wo steht die Stadt? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da kann man über die unterschiedlichen Wege darüber diskutieren. Was ist richtig? Was machen wir nicht? Kommunalpolitik in den 20er Jahren wird sehr spannend sein. Aber auch schmerzhaft, indem man entscheiden muss, dass manche Dinge, die man sich gewünscht hat, und wo ich immer gesagt habe, bei der Stadtbücherei, das schönste Geschenk macht sich die Stadt selber zum großen Stadtjubiläum 2027 mit der Stadtbücherei, dass es zumindest in dem jetzt geplanten Umfang nicht möglich ist. Aber ich darf Ihnen versprechen, schon im Juli in der Gemeinderatssitzung machen wir einen Vorschlag zu dem, was wir unter kleiner, feiner Stadtbücherei verstehen, einen bisherigen Standort, der dann für unsere Kundinnen und Kunden, für unsere Einwohnerinnen und Einwohner eine echte Qualitätsverbesserung sein wird. Wir haben viele Themen im Hochbau, im Tiefbau, im Brückenbereich und sind auch da weiterhin auf Unterstützung angewiesen von Bund und Land. Denn ohne diese werden wir es nicht bewältigen. Und deswegen stehen wir vielfach unter Druck mit dem Sanierungsbedarf im hohen dreistelligen Millionenbereich, bei rapide steigenden Baukosten, bei steigenden Zinsen und stagnierender Gewerbesteuer. Das ist dieses Viereck, in dem wir uns aktuell bewegen, in dem wir Kommunalpolitik betreiben. Und die ehrliche Analyse ist, die insgesamt mehr als 350 städtischen Gebäude, die Wege, Straßen und Brücken, können wir mit dieser Steuerkraft auf Dauer nicht nachhaltig, auch im Sinne unseres Beitrags gegen die Erderwärmung, sanieren und dann dauerhaft in einem guten Zustand leisten. Da muss das Land einen ganz nachdrücklichen, nachhaltigen Beitrag dazu leisten, zur auskömmlichen Finanzierung der Städte. Und das trifft auch Ihre ehemalige Stadt Reutlingen, die mit noch größeren Problemen kämpft. Wir wissen alle, dass Mainz mit BioNTech ganz andere Probleme hat. Die überlegen sich, was sie mit ihrer 1 Milliarde Gewerbesteuer machen, die bald 1,5 Milliarden sein wird. Mein ehemaliger Kollege, der jetzt in Biberach ist, aber zeitlang habe ich immer gesagt, du stehst morgens auf und hast Kopfschmerzen, 30.000 Einwohnerstadt, über 100, 150 Millionen Gewerbesteuer. Der weiß gar nicht mehr, was er Gutes für seine Bürgerschaft machen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Städte, die jetzt wirklich jeden Cent, jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Und dennoch glaube ich, dass wir ganz vieles auf den Weg bringen werden, die Schulen sanieren. Da ist ganz viel auf den Weg gebracht worden. Bis zu den 30er Jahren haben wir uns fest vorgenommen, dass alle Schulen im gleich guten Zustand auch sind. Also die Digitalisierung natürlich viel, viel früher dort auch Einzug hält, dass wir aber auch neue Schwerpunkte setzen wollen. Ja, die Pausetaste bei der Stadtbücherei schmerzt, aber bei mehr als 60 Millionen Euro bei einer Kostenannahme von 25 Millionen war Anlass für uns alle gemeinsam zu sagen, so geht es nicht. Allein den Haushalt, Abschreibungen, Zinsen würden uns mit 3 Millionen pro Jahr belasten. Und das Regierungspräsidium würde uns sagen, stopp, euer Haushalt ist nicht mehr genehmigungsfähig. Und ich glaube, es ist auch am Schultag wichtig zu sagen, jawohl, wir sind selbstbewusst, wir entscheiden eigenständig in dieser Stadt, was wir machen. Mit einem Haushalt von mehr als 1 Milliarde quer über alle Tochterunternehmen hinweg und die Stadt mit mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben wir nicht das Heft des Handels nach Stuttgart. Das machen wir eigenständig, auch die unangenehmen Entscheidungen. Auch diejenigen, die jetzt anstrengend sind und wer zurückblickt, die letzten 2 Wochen, das Thema Klimawandel, Anpassung wird ein ganz zentrales sein. Denn das Klima, das wir jetzt haben, wird die Regel sein. Es wird in Zukunft bei uns so heiß sein, wie es vor 20 Jahren in Madrid immer war. Und darauf müssen wir unsere Stadt anpassen. Mit noch mehr Grün, mit noch mehr Wasser, mit noch mehr Schatten, mit noch mehr Ruhemöglichkeiten. Im Großen wie im Kleinen. Mehr Verdunstungsflächen. Wir brauchen aber auch eine Mobilitätswende, auch dies will ich ganz klar sagen. Verkehrsträger Nummer 1 ist das Auto hier in Esslingen, aber wir brauchen Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger, Platz für Radfahrerinnen und Radfahrer, Platz für Vorrangspuren für unseren hochinnovativen Busverkehr. Und wir brauchen Platz für Kommunikation. Und am Montag, kommt schon zum Schwur bei der Berliner Straße, geben wir Platz. Platz, wo wir uns treffen können, Platz, wo wir in die Weststadt neu hineinkommen, Platz für alternative Verkehrsformen, die bald keine alternativen Verkehrsformen schon sein werden. Und ich bewundere manche Städte, wie sie es machen. Meine Partner und ich, wir waren gerade in Valencia im Urlaub. Das letzte Mal war da 2019. Die schlechteste Stadt zum Fahrradfahren gefühlt. Das schlechteste Leihrad, das ich je in meinem Leben hatte, hatte 2019, 2022
Die Stadt hat sich gedreht. Hunderte von Kilometer Radwege, eine komplett autofreie Innenstadt, neue Platzgestaltungen, Klimawandelanpassung über die gesamte Stadt, Lust auf moderne Architektur. Vieles einfach und hemdsärmlich und pragmatisch. Auch Glasfaserausbau. Da stehen dann 4 Elektriker auf der Leiter und sie außen die Leitungen. Wir haben natürlich auch ein hohes Anspruchsniveau. Wenn bei uns Übertragungsleitungen von Norddeutschland nach Süddeutschland natürlich alle im Boden verlegt werden müssen. Wir uns dann wundern, dass es Jahrzehnte dauert, bis wir dieses alles hinbringen. Das sind all die großen Herausforderungen, deswegen müssen wir unser eigenes Anspruchsverhalten, jeder für sich, jeder der Politik, hinterfragen, ob es richtig ist, ob es die richtigen Antworten sind und was die Bürgerschaft, was die Unternehmen von uns erwarten. Ich glaube aber weiterhin an die Zukunft des Großraumes Stuttgart, eine der attraktivsten Regionen Stuttgarts, der attraktivsten Regionen Europas. Mit Lyon, immer wieder auch mit Rhône-Alpes uns auch vergleichen. Ja, wer dort ist, spürt, was dort für Aufbruchstimmung ist. Wir haben erst gestern einen Förderbescheid bekommen für die Wasserstoffpipeline von Stuttgart bis nach Esslingen. Und schon sind die Partnerkommunen da, die es verlängern wollen, bis nach Wendlingen, bis nach Göppingen. Große Chance, wo die Europäische Union, wo das Land Baden-Württemberg uns unterstützt. Ja, Zukunft kann wachsen und ja, ich sage immer, mit Team Zuversicht, wir bekommen es hin, wenn wir bereit sind, die Weichen auch in die richtige Weichen zu stellen. Ja, und wir haben uns festgelegt, da mit 4 Schwerpunkten, Mobilität, Wohnen, Klimaschutz, Digitalisierung, gemeinsam mit dem Gemeinderat, gemeinsam an der Verwaltung, mit der Verwaltungsspitze, diese Themen voranzutreiben, aber all die Themen im Alltag nicht zu vergessen und uns auch zu freuen auf so große Festivitäten wie heute oder im Jahr 2027, 1052 Jahre Stadtjubiläum. Und da gab es natürlich schwierigere Zeiten als heute. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich Jubilarbesuche gemacht habe, leider noch nicht in Esslingen. Wir beginnen im September wieder nach Corona damit, dann auch 100-Jährige zu besuchen oder zu Eisernacht oder zur Gnadenhochzeit zu gratulieren. Wenn die Menschen beschreiben, wie die Kriegssituation war, die Nachkriegssituation, was Wohnungsmangel konkret bedeutet, was Armut konkret bedeutet, dann glaube ich, dass wir jetzt die Chance haben, mit dieser Situation aber die Zukunft aktiv zu gestalten. Auch für unsere Innenstadt, wo der Strukturwandel aber nicht zu spüren ist und wo das Symbol des Strukturwandels die Sorge um Karstadt ist. Um unseren Einkaufsstandort, den Handelsstandort, natürlich auch die Mitarbeitenden, und wo gleichzeitig auch klar ist, dass der Investor die kritische Frage stellt, trägt dieses Konzept in die 30er und 40er hinein, was jedem von uns wie selbstverständlich ist, in 30 Sekunden bei Amazon und Co. ganz selbstverständlich Dinge zu kaufen. Das sind all die Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Im Kleinen vom Schwätzbänkle, das ich diese Woche einweihen durfte, bis zum Großen, bis zur Innenstadtgestaltung und die bis in die Weststadt hinein. Das ist die Aufgabe und in die Weststadt, wo das Land Baden-Württemberg hier in der Region Stuttgart massiv investiert. 3-stelliger Millionenbetrag in die Hochschule, wo unsere Aufgabe anschließend ist, die Flandernhöhe umzugestalten, wo strategische Grundstückspolitik betrieben wurde, das wir jetzt gemeinsam mit starken Partnern auch vorantreiben wollen. Kollegen Siegel und mir ist wichtig, dass wir es auch mit hoher städtebaulicher Qualität machen. Deswegen werden wir einen externen Gestaltungsbeirat auf den Weg bringen. Viele Städte machen es erfolgreich vor. Wer in Regensburg war, weiß, was es für eine besondere Qualität hat, wenn über Jahrzehnte schon intensiver öffentlich über Baukultur immer wieder diskutiert wird. Mit Stadtplanern und zunehmend auch mit Landschaftsplanern. Nicht nur in die Höhe schauen, sondern immer auch Freiraumplanung im Blick haben. Wir haben den Neubau der Klinik vor uns. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass wahrscheinlich 270 Millionen nicht ausreichen, auch wenn es dem Krankenhausbürgermeister und Finanzbürgermeister schmerzt. Aber ich setze die Kostenentwicklung bei anderen Kliniken. Aber ja, ein herausragender Gesundheitsstandard wird die kommenden Jahrzehnte gesichert. Die Umstellung auf Elektrobusse. Wir sind die erste Stadt, die komplett umgestellt hat dann auf Klimaneutralität. Eine großartige Leistung. 30 Millionen Förderung des Bundes. Viele Neubauten für unsere Schulen, ja, klatschende. Wir haben allein diese Woche 2 Projekte auf den Weg gebracht, über 40 Millionen. Die Zollberg-Realschule und die Sanierung des Märkischen Bades. Ehrlicherweise hätten wir uns gewünscht, dass wir es für 25 Millionen auf den Weg bringen, weil das war die Kostenannahme mit 25. Jetzt sind wir bei über 40 gelandet, aber wir haben die Kraft, um dieses auf den Weg zu bringen. Für die Zukunft, was das Wichtigste, was wir haben, nämlich für diejenigen, für unsere Kinder und Jugendlichen, aber gleichzeitig auch für die reiche Vereinsleidenschaft in unserer Stadt. Das ist ja dieses, was uns zeigt, diese kleine Aufzählung, die ich Ihnen präsentiert habe, Zukunft wächst und gedeiht in unserer Stadt.
Und wir haben sie in der Hand und müssen aber auch gefordert, eine liebens- und lebenswerte Stadt für unsere nachfolgende Generation ihnen zu überlassen, nachhaltig und sozial gerecht. Ich freue mich sehr, dass der Jugendgemeinderat dieses Jahr auch Teil des Schwörtages ist. 25 Jahre. Helin Zenkitz spricht anschließend. Und das schließt sich für mich selber so ein bisschen der Kreis. Ich habe 1996 im Landtag angefangen zu arbeiten, Enquete-Kommission Jugendarbeit Zukunft. Da war das eine zentrale Forderung in den Landtag von Baden-Württemberg. Und Esslingen war eine der ersten Stellen, die es umgesetzt hat. Aber dies ist wieder beispielhaft. Ja, und was mir zum Schluss wichtig ist, sehr geehrter Herr Landrat und Nachbarkollegen, die heute nicht da sind, Zusammenarbeit. Das bringe ich mit aus dem Remstal, interkommunale Zusammenarbeit. Gutes Miteinander mit dem Landkreis, mit den Nachbarkommunen, die vielfältigen Herausforderungen können wir nicht alleine stemmen. Aber als ehemalige Freie Reichsstadt, dies sagt man an einem Schwörtag, wo viel Selbstbewusstsein da ist und gleichzeitig denke ich auch so viel Weltoffenheit im Kleinen, dass man in der Nachbarschaft sehr gerne gemeinsam unterwegs ist. Und damit komme ich zu dem schwierigsten Thema nochmal unserer Zeit, Ukraine. Aktuell leben über 50% der Geflüchteten im Landkreis in Esslingen, nämlich 1.900 von 3.300. Das ist eine große Integrationskraft in unserer Stadt, die wir leisten, die wir auch gerne unseren Beitrag leisten, weil wir sehr, sehr solidarisch unterwegs sind. Weil wir die Unterstützung selbstverständlich auch der anderen Kommunen erwarten. Wir müssen wirklich eine überproportionale Integrationsleistung auch stemmen. Wir machen das gerne, wir fühlen uns auch verpflichtet, dem guten Miteinander in unserer Stadt, auch unserem christlichen, unserem Menschenbild geschuldet. Dank allen, die sich engagieren, ehrenamtlich uns unterstützen, die gespendet haben, schon fast 60.000 Euro wurden gespendet für Projekte, die unmittelbar für Projekte der Stadt ausschließlich für Flüchtlinge zur Verfügung stehen. Aber es sind Vereine engagiert, Kirchen, die freie Wohlfahrtspflege, Kultur, Sport, Musik, Soziale, sie alle unterstützen uns und dafür sage ich im Namen der Stadt Esslingen herzliches Dankeschön. Eine kleine Schlussbemerkung, war damals im Schwörtag, die sie lange Tradition hatte, hat sie nicht nur der Bürgermeister und der Rat verpflichtet, sondern es gab auch von der Bürgerschaft einen Gehorsamseid auf das neu gewählte Stadtregiment. Das erwarte ich heute nicht. Aber eine Verpflichtung auf das Gemeinwohl, ich glaube, das ist dieses, was im Schwörtag zum Ausdruck kommt. Die Bürgerschaft zur Verwaltung und umgekehrt. Im Sinne von John F. Kennedy, ich frage nicht, was der Staat für dich machen kann, sondern frage jeden Tag auch, was du für den Staat machen kannst, in dem Fall für unsere Stadt. Da wird es gelingen, wenn die 95.000 Esslingerinnen und Esslinger sich dieses als Leitmaxime vornehmen. Und ich weiß aber auch, dass in früheren Zeiten musste der Schwörtag teilweise ausfallen, aber was nie ausfiel, war der Weinausschank. Und deswegen freuen sich viele natürlich auch schon nach der Rede dann von unserer Jugendgemeinderätin und von unserer Staatsrätin, da anschließend ins Gespräch zu kommen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf einen schönen Schwörtagsabend, auf ein schönes Festwochenende, ein schönes Bürgerfest, auf viele persönliche Begegnungen mit meiner Lebenspartnerin und jetzt die Stadtkapelle, bevor die Frau Staatsrätin dann zu uns spricht. Besten Dank.